Ich traf sie irgendwo allein im Damenklo. Anita. Die Kanzler. Eisdealer war voller Sonntagsfahrer. Oh ja, er zieht eine Fresse. Komm, Alter, ich fahre hier 43, grinse ich fälligst, genau, so. Flammkuchen oder sowas, sau teuer irgendwie. Da kriegst du so dünne Lappen hingefeuert. Wohlstand erneuern, du hast uns doch ruiniert. So, jetzt fahren wir die Straße runter und es ist links. Ich verstehe das nicht. Wie geht denn sowas? Was mir bei den Tukes nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Auspuff. Meine Damen, bitte aussteigen. Es ist ein Fußgängerüberweg. Baby, yeah, yeah. Alter, nee, ich dreh halt durch! Du einfach mal nicht weißt, ob du fahren sollst oder nicht, setz dich einfach drauf und dann wird's schon, passt das schon, das wird schon geil. Jo moin und herzlich willkommen zu einem Video ohne Sinn. Tja, ich wollte heute eigentlich mal so nach Wernigerode fahren, aber wir sehen's, es ist schon wieder 13.34 Uhr. Ich bin einfach mal zu spät losgefahren, ich hatte auch noch zu tun. Daher mache ich wieder mal bloß eine kleine Strecke hier für mich so. Und ja, vielleicht kriege ich ja unterwegs eine Bockwurst. Ich will doch nur eine Bockwurst essen, eine kleine Bockwurst. Das ist das Ziel des Tages heute. Also der Sinn des Videos besteht darin, dass Matze zu einem Laden fährt, in dem man ihm eine Bockwurst kredenzt. Ja, haben wir doch den Sinn gefunden. Geil. Endlich mal ein Video mit Sinn. Wetterchen wieder vom Feinsten. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Maschinchen mittlerweile auch schon warm. Oh. Aber der Matze noch nicht. Hat heute noch nicht viel gesprochen. Ein bisschen heute früh am Video schneiden, naja, da erzähle ich ja nicht. Manchmal führe ich schon Selbstgespräche mit mir, ja, wie jetzt hier auf dem Bike, aber in der Regel eher weniger. Von daher sind meine Stimmbänder noch nicht so richtig in Wallung gekommen. Ja, doch wohl nur mal kurz, als ich mich aufgeregt habe. Weiber, ich sag's euch, Weiber, verstehst du nicht, die verstehst du nicht. So, bei uns nämlich, heute, Matze hat ein Glas umgeschubbt, was auf der Spüle stand. Meine Frau hat die Angewohnheit, irgendwelchen, naja, nicht Müll, aber halt Geschirr, so auf die Spüle zu stellen, dass es bis zum Rand vorreicht. Und am Rand stehen dann auch noch die großen Gläser. Und in die Gläser macht sie Wasser und in das Wasser steckt sie dann halt Besteck. So. Ja, und ich habe schon immer gesagt, ich hasse das, wenn ich einen Geschirrspüler einräume, dass ich dieses Wasser aus den Gläsern rausschütten muss. Dann suppt das Besteck, wenn ich es rausnehme und in den kleinen Besteckkasten stecken möchte. Boah. Muss meinen Unterkiefer mal noch mal trainieren, ja Junge. Ja, und jedenfalls habe ich heute aus Versehen so ein Glas umgestoßen, Wasser lief raus, lief dann an der Küche runter, wie sagt man denn, am Küchenmobiliar, was so Schubfächer, wo noch Töpfe und so alter Kram, also nicht alter Kram, so Kram drin steht. Gewürze und so drei Fächer und in jedes Fach lief dann noch mal ein bisschen Wasser mit rein. Ja, wer durfte es wegmachen? Ich, obwohl ich gesagt habe, ich will die Scheiße nicht hier am Rand haben und schon gar nicht mit Wasser gefüllt. Hundertmal gesagt, spielt kein Leierkasten. Ich habe mir
vorgestern, ich weiß nicht, ist euch das schon mal passiert, so auf die Wange gebissen, also nicht auf die Lippe oder so, sondern wirklich seitlich auf die Wange, so von innen. Ey, frag mich, wie geht denn sowas? Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen noch geschwollen und beim Reden bewegt man ja seine Zähne. Mach's Maul auf, Junge! Mach die Zähne auseinander! Und schon beiße ich da immer wieder so leicht drauf. Deswegen versuche ich das zu vermeiden und habe auch so, was ich gerade gemerkt, so eine Lispelstimme. Oh, das ist doof, sowas. Ist mir schon öfters passiert, aber ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Herr Kollege! Wir sind ja am Donnerstag ins Gartenhäuschen gefahren und gestern wieder zurück. Alter, bin ich gestern gefahren wie ein Vollidiot. Das ist doch gut, dass ich ihn hier aufgenommen habe. Ich hätte es gar nicht als Video verarbeiten können. Deswegen bin ich heute mal ein bisschen gechillter unterwegs. Das war wirklich nicht mehr normal. Wirklich auch wieder Glück gehabt, dass ich heil zu Hause angekommen bin. Manchmal macht man halt so Sachen. Machen Sachen. Was machen hier? Was machen? Nichts verstehe. Nichts. Schnauze! In einem kleinen verschlafenen Örtchen namens Kalgen. Oh, Schweizer Fahne aufgehängt. Warum das denn? Kommen hier Schweizer zu Besuch? Ja, Grüezi. Nee, das war nicht schweizerisch. Heute bin ich ja wirklich ein Genussfahrer. Mann! Es ist sogar fast Richtgeschwindigkeit.
heißt das Richtgeschwindigkeit oder keine Ahnung. Danach muss man sich richten. Was weiß denn ich? Mir fällt heute auch irgendwie nicht so richtig was ein, so zum Labern. Ich fühle mich nicht inspiriert, von der Muse geküsst. Heute ist so ein Entspannungstag. Ich glaube, das kleine Restaurant hat jetzt schon wieder hier Tische und Stühle. Da gibt es ja keine Bockwurst, aber Wiener. Das ist fast so gut wie eine Bockwurst. Ja, weiß nicht. Heute bin ich irgendwie, ich hatte zwar Bock zu fahren, aber irgendwie auch wieder nicht so. Keine Ahnung, wie man das erklären soll. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Eigentlich will man fahren, aber auf der anderen Seite will man auch wieder nicht fahren. Weil man nicht so richtig weiß, wohin und immer die gleiche Strecke. Ich hatte ja schon hier meine Halterung fürs Navi wieder dran gebaut und die vibriert natürlich, so plastisches Vibrieren. Ja, und dann fahre ich jetzt nicht lieblos, aber halt eben relaxed. Ich habe heute nicht so den Fahrriemen, den ich, wie ich ihn sonst immer hatte. Ich verstehe das nicht. Wir sind doch sonst immer hier die Straße runtergefahren und hatten dann rechts auf der Seite unser Restaurant. Also das kleine Straßencafé. So, jetzt fahren wir die Straße runter und es ist links. Ich verstehe das nicht. Wie geht denn sowas? Google, jetzt ist es links. Wir sind sonst immer von oben gekommen. Das verstehe ich nicht. Oh, es ist voll. Nee, wir fahren ins Robotercafé. Das ist mir hier zu voll. Was? Es wünscht mir einer, was er will. Dem wünsche ich gerade noch mal so viel. Aha, okay.
Was mir bei den Tukes nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Auspuff. Das wäre das Erste, was ich ändern würde an der Karre. So Junge, jetzt mach dich nicht verrückt. Fahr geschmeidig. Nicht, dass du dich hier bedrängt fühlst. Ich fahr ganz lässig hinterher. Ich will hier kein Rennen veranstalten. So, dann gucken wir mal wieder ins Roboter-Café. Ist immer das Gleiche irgendwie. Ich weiß. Aber was willst du machen, Mann? Das ist halt ja, meine Heimatstrecke sozusagen. Das sah auch lässig aus. Witzig, diese Dinger. Aber in dem scheiß Roboter-Café haben sie auch keine Bockwurst. Ich habe schon mal gefragt, die haben nur hier irgendwie Flammkuchen oder sowas. Sau teuer irgendwie. Da kriegst du so dünne Lappen hingefeuert. Reifen schön. Ich hab die Reifen schön. Ich hab die Reifen schön. Schön gesehen, Junge. Schön aufgepasst. SHK, studentische Hilfskraft, okay. Schönes Auto! Oh Alter, ich drehe schon mal durch. Naja, was willst du machen, Mann? Lass Miranda, denn sie will ja. Man muss ja aufpassen, wie er sich entscheidet. Mich auch da drüben hinstellen können.
du. So, Leute, wir sind da.